Sengende Hitze, viel Sand und weit und breit keine Zivilisation. Beim letzten Testfernab der peruanischen Hauptstadt Lima wurde den Teilnehmern der Rallye Dakar vor Augen geführt, was sie bei der am Montag beginnende 41-Auflage des Spektakels erwartet. Insgesamt 534 Fahrer und Beifahrer in 334 Fahrzeugen haben für den Ritt durch die peruanische Wüste gemeldet. Vorjahressieger Carlos Sainz kann den Start kaum erwarten. Ich hasse diese letzten Tage, weil es einfach nichts zu tun gibt. Man kann nur warten und warten, sagte Sainz im Gespräch mit dem Sportinformationsdienst. Dreamteam wechselt zu Team X-Red. Nach dem Ausstieg des französischen Herstellers Peugeot wechselte Sainz gemeinsam mit Dakar-Rekordgewinner Stéphane Peter Hansel, Frankreich, und dem französischen Allrounder Cyril Despres, der bereits fünfmal die Motorradwertung der Dakar für sich entschieden hat, zum deutschen Team X-Red. Dort bildet das Trio ein Dreamteam. Vor allem Peter Hansel ist trotz seiner bereits 13 Gesamtsiege weiter hochmotiviert, Platz 4 im Vorjahr will er vergessen machen. Seit 20 Jahren trete ich bei der Dakar nur mit einem Ziel an, gewinnen. Zweiter, Dritter oder Vierter zu werden bedeutet, dass man verloren hat, sagte er dem SIT. Als Einsatzfahrzeug für das prominente Trio fungiert ein von X-Red in Zusammenarbeit mit Mini konstruierter Buggy. Toyota will Chance auf den Sieg nutzen. Größter Konkurrent ist der japanische Autogigant Toyota. Die Plätze 2 und 3 hinter Sainz untermauerten bereits im vergangenen Jahr die Ambitionen der Japaner. Der große Vorteil für Toyota ist die Beständigkeit. Die Speerspitze der vergangenen Jahre mit den früheren Dakar-Siegern Ginyel de Villiers, Südafrika, und dem Katarer Nasser Al-Attiyah ist an Bord geblieben, die Abläufe innerhalb des Teams sind verinnerlicht. Beifahrer von de Villiers ist Dirk von Zitzewitz. Der 50-Jährige aus Eutin navigiert seinen Partner bereits seit 2007 durch die Wüsten dieser Welt. 2009 hatte sich das Duo im VW Touareg den Gesamtsieg gesichert. Gibt es zum 10-jährigen Jubiläum eine Wiederholung? Wenn alles gut läuft, haben wir eine Chance auf den Sieg, die ist aber klein, sagte von Zitzewitz. Für ihn soll es die letzte Ausgabe als Co-Pilot sein, im kommenden Jahr will er selbst hinter das Steuer. Letzte Ausgabe der Rallye Dakar. Ob er dazu jedoch die Gelegenheit bekommt, steht in den Sternen. Die ASO, Veranstalter der Rallye Dakar, hat große Mühe, genug Austragungsländer für ihr Spektakel zu finden. Noch im vergangenen Jahr führte die Dakar neben Peru auch durch Bolivien und Argentinien, beide verzichteten aus finanziellen Gründen auf eine Fortsetzung. Und auch die peruanische Regierung gab erst spät die Zusage, die Veranstaltung zu unterstützen. Entsprechend abgespeckt kommt die diesjährige Ausgabe daher. Noch nie zuvor führte die Dakar ausschließlich durch ein Land, der Umfang mit 10 Etappen und 5600 Kilometern, davon 2636 Wertungskilometer, bedeutet Negativrekord. Ob und wie es mit der Dakar, die nach Terrorwarnungen 2008 von Afrika nach Südamerika umgesiedelt war und dort gut angenommen wurde, weitergeht, ist offener denn je.